Und so dicht dran soll es stehen, das gute Gerät? Ja, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Werden wir denn auch dann ab sofort... Möchtest du eigentlich hier stehen oder möchtest du da stehen? Ich weiß es nicht. Was ist dir denn lieber? Dann tauschen wir mal die Seiten und gucken dann. Ja, ich glaube, es ist cleverer, weil du kleiner bist. Ein Tick. Ein Tick. stimmt, ich muss ja noch ans Gitarre, an die Gitarre rankommen. Klaus Kinski in Ekstase. Ja, ich glaube, das war Klaus Kinski, wie er aus seinem Grab wieder aufsteht und dir eine reinhaut. Naja. Herzlich willkommen zur Ausgabe 135 von Keiner Wochenshow. Und Premiere. Ich muss ja sagen, ich habe ja nun so hautnah wie noch nie an dieser Gitarre gestanden, wenn du sie gespielt hast. Und du hättest ja mal was Schönes. Das war jetzt wirklich, also... Ich habe die seit einer Woche nicht in der Hand gehabt, meine Gitarre. Du übst jeden Tag für unsere kleine, schnuckelige Lieblingsshow. Lieblingsshow? Hast du noch eine Zweitlieblingsshow? Na, ich finde zum Beispiel, also ich muss sagen, ich mag ja auf YouTube diesen R-Test sehr gerne. Also das gucke ich immer sehr gerne. Das kommt immer mittwochs um 19 Uhr und es gibt dann jede Woche auch eine neue Folge. Echt? Ja. Oh ja, habe ich schon mal voll was von gehört. Ja. Peripher. Ja. Ganz peripher. Es gibt einiges zu erzählen und ich habe erstmal gar nicht so viel auf dem Zettel zu stehen, aber das sind alles Sachen, die man, glaube ich, ein bisschen ausschweifend erzählen könnte, würde ich mal so sagen. Ja. Aber ich werde jetzt mal hier über hier rüber schwelfen, um mir ein Bierglas zu schnappen. Okay. Und dann einmal nach hinten zu gehen. Du hast dich ja wirklich sehr gut vorbereitet. Und ein Bier zu holen. Okay. Und dann einmal hinter dir zu gehen. Um den Bieröffner zu holen. Ja, guck mal, das ist ein Geschenk von dir. 1800 Jahre Oranienburg. Ja, das ist mein Oranienburg-Paket. Ja. So, ich mach mal auf und du kannst mal erzählen. Nee, wenn du jetzt hier was aufmachst, erzähl ich dir gar nicht. Okay, das ist gut. Was haben wir denn hier? Putin Gamma Bier. Das bierige Bier. Ich mach mal hier. Ja. So. Ja, sieht ja perfekt aus. Also Punti Gamma, das klingt eigentlich wie Punti Gamer. Das ist aber bestimmt irgendein Wortspiel. Nee. Das bierige Bier, das ist mir schon mal völlig unsympathisch. Das bierige Bier. Hier steht auch überhaupt gar nichts weiter drauf. Das ist ein österreichisches Bier. Ist hier ein Etikett verloren gegangen? Keine Ahnung, also wo habe ich es bekommen? So wie, nein, guck mal, steht ja an der Seite drauf. Guck mal hier, musst du rumlesen. Vernünftigsgamma.at Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, bla bla. Ist sogar noch haltbar, 5,1% aus Graz in Österreich. Punti Gamma. Ja, ich würde sagen, wird es gar nicht kosten. Nö. Das bierige Bier hat keinen Draht zu dir gefunden. Komisch. Aber ich muss sagen, es ist fruchtig. Es ist wirklich ein schönes Sommerbier hier. Wird bestimmt alle während der Sommer. Das ist ja schön. Ja. Am Sonntag, direkt nach unserer Sendung, gucke ich natürlich ZDF Fernsehgarten. Ja. Es gab die wirklich lange und heiß erwartete Mallorca-Ausgabe des Fernsehgartens, wo alle unsere Freunde von Jürgen Drews bis Peter Wackel, wie sie alle heißen, auftreten und ihre Mallorca-Hits singen. Es war wieder ein Genuss. In Mallorca, die sind ja im Lerchenberg, oder? Die sind auf dem Lerchenberg, auf dem ZDF-Fernsehgarten. Ja, das war alles ganz schön und happy, bis es dann anfing zu regnen und immer stärker regnete. Gut, das ist man auch gewöhnt im ZDF-Fernsehgarten. Stimmt. Es gab schon mal 2011 eine Sendung, wo es richtig heftig war. Da haben sie zwar nicht abgebrochen, aber sie haben dann quasi doch kurz das Programm unterbrochen, haben dann das ganze Publikum unter die Bühne da geholt, damit die da alle nicht so... Cool. Also war ein richtiger Wolkenbruch und ein relativ schweres Gewitter.
Diesmal aber allerdings, ja, aber sie haben weitergemacht. Diesmal war es anders. Ich weiß nicht, woran es lag. Es gab da eine Gewitterwarnung. Der Regen war, wie gesagt, relativ heftig. Und daraufhin haben sie die Live-Sendung abgebrochen. Also sie müssen das Live-Sendung abbrechen, wenn es aber noch weiter läuft. Also ist ja dann. Nein, sie mussten die Show im Fernsehgarten abbrechen, ja? Und haben das Publikum quasi aus dem Fernsehgarten rausgeführt in irgendeiner Halle vom ZDF-Sendezentrum. Okay, und dann haben die Sendung aber weitergeführt. Irgendwie. Die Sendung ging aber weiter, weil sie ein Havariestudio haben und die sind dann quasi in der Live-Sendung mit den Promis durch die Leute in dieses Havariestudio. Und ich muss sagen, das war. Großes Kino. Das war großes Kino. Es war es war unglaublich peinlich, weil natürlich alles stark improvisiert war. Aber dieses Improvisieren fand ich dann doch sehr lustig und sehr schön, weil es einfach mal zeigte, dass es Live-Fernsehen. Live passiert jetzt und man muss halt das nehmen, was man jetzt kriegen kann. Das ist doch gar nicht schlecht. Sie sind dann halt in dieses Havariestudio, haben sich da erstmal wieder abgetrocknet und so, haben sich dann hingesetzt, haben sie geguckt, was eigentlich da so alles zu haben ist, hatten da dann irgendwie eine Dose Ravioli, die sie aufgemacht haben. Und wie viel war denn noch übrig von der ganzen Sendezeit? Es waren noch gut 40 Minuten übrig. Oh, da hat man noch also so 30, 40 Minuten waren noch übrig. Und war ganz interessant, weil plötzlich saßen dann die Mallorca-Künstler und Andrea Kiewel in dieser kleinen Runde, in dieser kleinen Butze und sprachen darüber, wie denn eigentlich ist so als Mallorca-Sänger. Und das ist ja doch ein ganz schönes Brett, was man da sägen muss und dass es ja auch relativ anstrengend ist. Das und glaub ich gern, dann ja. Haben sie noch darüber gesprochen, über das Image des Fernsehgartens. Also sie haben plötzlich hier so Wahrheit oder Pflicht irgendwie so gespielt. ohne das Spiel zu spielen. Aber es war wirklich lustig. Und dann haben sie natürlich, weil irgendwie muss man ja die Zeit, haben sie ja noch ein paar Gesangsacts gemacht. Natürlich ging das dann sehr offensichtlich nur mit Playback. Und dann lief dann das Playback schon, aber hier Jürgen Drews kam dann auch noch, seine Band war aber noch gar nicht da. Also das Playback lief schon. Irgendwie hat er dann schon ein bisschen getan, als würde er singen. Und währenddessen haben sie ihm aber erst schnell noch die Instrumente hingestellt. Es war so richtig Anarchie. Ja, sehr schön. Das ist und, ja selten heutzutage. Ja. Und diese Anarchie wünsche ich mir eigentlich öfter. Also, ja, du kannst ja halt nicht planen. Aber es ist halt selten, dass heute mal wirklich was live gebracht wird, wo was passieren könnte. Ja. Und das ist halt schade. Ja. Naja. Das ist nicht so wie bei Woodstock, wo sie dann vor 50 Jahren einfach mal losgelegt haben, 3 Tage lang Happiness gefeiert haben, im Regen, im Schlamm, unter Drogen, ohne Zäune, ohne Essen, ohne Trinken, doch haben genug Essen zu trinken. Aber jetzt gab es ja, sollte ja eigentlich dieses Jahr am 18. August 50 Jahre Revival sein, Woodstock. Sollten so tolle Leute so den Woodstock-Feeling rüberbringen wie Jay-Z. Und jetzt ist es offiziell abgesagt worden, dieses Festival. Mhm. Weil Großinvestor ist abgesprungen, dann haben sie keinen richtigen Platz gefunden, wo sie das aufführen wollten. Denn das ist ja auch John Fogerty von CCA, der schon vor 50 Jahren... Die haben 3 Wochen, bevor es stattfinden sollte, keinen Platz gefunden? Anscheinend nicht. So haben sie es so standet, jedenfalls heute. Aber es ist ja schön, dass sie trotzdem noch geplant haben. Aber das Coole ist ja, so haben sie vor 50 Jahren auch so geplant. Also wenn du hast im ersten, das heißt, im findest, ersten, man kann davon ausgehen, dass es trotzdem stattfindet. Also im ersten lief ja die Doku 50 Jahre Woodstock und haben sie auch gezeigt, wie sie das da versucht haben zu planen. Hatten sie erst in einem Ort geplant, monatelang. Dann haben sie die Bewohner des Ortes haben so lange gestritten, bis sie dann da nicht mehr planen konnten. Und haben sie schnellstmöglich, also für 3 Wochen auch so ungefähr, sich einen neuen Platz gesucht. Und haben sie dann eingefunden, zufälligerweise, wo sie dann nur im Endeffekt eine Bühne hingestellt haben, weil nicht mehr Geld reichte. Dann haben sie da, wollten sie eigentlich also Eintrittskarten verkaufen, was sie auch nicht hingekriegt haben, weil jetzt alle so hingestürmt sind und keiner konnte mehr irgendwie was kontrollieren oder sonstiges machen, waren ja alle frei. Und aber da musste ein Schweinehirte kosten, aber die mussten ja die Acts auch einfliegen, weil auch die ganze Straßen alle gesperrt waren. Also da war es noch unglaublich. Ich kann dir, falls du den noch nicht kennst, den Film Taking Woodstock empfehlen. Ja, haben wir in der Sendung gehabt. Ja. Wissen die nicht. Doch, den haben wir in einer Sendung gehabt. Haben wir? Ja, weil der ist schon relativ alt, den können wir glaube ich nicht. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, dass ich den gut finde. Ist ein wirklich sehr guter Film, den ich schon zigmal gesehen habe, wo es halt darum geht, wie junge Leute so ein Festival organisieren und wie das dann alles. Und das haben sie dieses Jahr, wie gesagt, nicht geschafft, sie jetzt zu reorganisieren. Ja. Noch ein Festival, um das es ja richtig Wirbel gab und da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen und es ist jetzt tatsächlich so, dass Resist to Exist momentan nicht in Krems stattfindet. Heute am Sonntag ist ja quasi schon der dritte Tag. Es findet aber stattdessen immer noch stattfindet. Ja. Also je nachdem, wie jeder guckt und so. Also es findet in Berlin-Marzahn statt. Im Orwo-Haus. Im Orwo-Haus. Habe ich gelesen. Wurde schon gepostet auf Facebook, dass es da stattfindet. Mhm. Sehr lustig. Habe die Diskussion gelesen mit. Ja. Ja. Ja, also
Es war dann, im Grunde war genau der Stand, den wir auch letzte Woche erzählt haben. Und am Sonntagabend kam dann die Mitteilung, am Sonntagnachmittag kam die Mitteilung, dass sie sich entschieden haben, umzuziehen. Wobei, ich tue mich inzwischen ein bisschen schwer mit diesen Pressemitteilungen, die die so verschicken. Also, die haben gesagt, sie haben sich entschieden, das nicht in Krem zu machen, weil sie davon ausgegangen sind, dass es einen massiven Polizeieinsatz geben wird. Und sie haben gehört, dass in Berlin schon Unterstützung bestellt worden ist, damit da diese Festival... Das wurde doch zweigleisig geplant. Also wurde doch bestimmt zweigleisig ins Gedenke gefahren. Weil so das Haus zu mieten, da muss ja auch was freier sein. Das muss ja alles schon ein bisschen weit auch organisiert sein. Also das ist zweispurig gefahren worden. Ja. Mindestens. Ja, und dann aber jedenfalls diese Sache mit der Polizei. Also ich habe dann ja nachgefragt bei der Polizei. Nun weiß man natürlich ja immer nicht, was dürfen sie sagen, was dürfen sie nicht sagen. Aber die sagen, es gab noch keinen geplanten Polizeieinsatz und es gab auch noch keine Anforderungen von Polizei aus Berlin. Ja. Dann wurde behauptet, also sie haben, also die vom Resist to Access haben dann gesagt, naja, sie befürchten massive Gewalt. Aufgrund der Pielen Punker, die dann sich da voll gedröhnt da auf der Wiese tummel. Ich muss sagen, da reagiere ich dann so ein bisschen allergisch, weil das ist alles so in die Luft orakelt. Und ich sage mal, natürlich, wenn ein Festival geplant ist, dann wird natürlich auch die Polizei hellhörig, weil sie natürlich davon ausgehen muss, es könnte ja was passieren. Muss man immer, wenn 2000, 3000 Leute irgendwo, also wenn eine Großveranstaltung stattfindet, dann muss die Polizei das wissen, um im Notfall handeln zu können. Genau. Müssen ja einen Notfallplan erstellen, ist ja immer so. Daraus aber zu schließen, dass da jetzt irgendwie gleich massive Gewalt und dass die sowieso und so weiter. Wir haben letzte Woche das Thema Chaostage angesprochen. Vielleicht haben selber die Veranstalter schon Schlüsse gekriegt, dass es sein könnte, dass es passiert. Könnte und dementsprechend schon vorgegriffen. Also angeblich, oder es war ja tatsächlich wohl so, dass zwei Revierpolizisten vor Ort waren und die sollen angeblich sowas erzählt haben. Also, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls hat sich nun auch der Landrat erstmals geäußert. Ich hatte ein Gespräch mit ihm in dieser Woche. Es war auch sehr interessant. Natürlich sagt er, sie müssen sich auf die Gesetze berufen. Mhm. Es hat mit Parteipolitik nichts zu tun, sagt der Landrat. Muss man irgendwie jetzt erstmal glauben, aus meiner Sicht. Ja. Ich meine, was soll man da jetzt... Mit nächstes Jahr? Ist das mit nächstes Jahr? Ja, nächstes Jahr genau das gleiche Spiel. Oder wird es generell abziehen nach Marzahn? Auch da hört man Unterschiedliches. Also ich sage mal, aus Kreisen des Festivals habe ich gehört, dass sie überlegen, sich einen Ort außerhalb von Brandenburg zu suchen. Mhm. Die Festivalleute selber in Pressemitteilungen sagen, sie würden gerne 2020 wieder in Krem sein. Und der Landrat sagt, wir würden uns freuen, aber Spielregeln müssen eingehalten werden und es geht weiter um diese Baugenehmigung für Zäune und so weiter und so fort. Also im Grunde müssen sich jetzt alle nochmal an einen Tisch setzen. Sie müssen es auf jeden Fall dieses Jahr noch entscheiden und dieses Jahr entsprechende Anträge einreichen. Da muss man sehen, wie teuer ist es, wie lange dauert sowas, ist sowas schaffbar und ja. Finde ich richtig. Man muss sich da noch hinsetzen. Andererseits habe ich auch nachgefragt, das Festival im Havelland, Nation of Gondwana. Ja. War ja, glaube ich, vor 2 Wochen in Grünefeld, im Ortsteil von Schönwalde-Glien. Das ist unweit von hier, sag ich mal so 20, 25 Kilometer. Da war auch 3 Tage Feier, sehr viel lauter. Hat man in der gesamten Region gehört, dieses Gewummer die ganze Nacht durch. Da ist es wohl offensichtlich nicht so, dass da ein entsprechender Bauantrag für irgendwas gestellt werden muss. Es gibt eine 5-Jahres-Genehmigung für den Zeltplatz, der in dieser Zeit halt sein darf. Ansonsten, also insofern ist es doch ein bisschen kompliziert, weil offenbar in dem Landkreis so und in dem Landkreis so gehandelt wird. Und die Auffassung jetzt ist, und die ist auch richtig, der Landtag muss da Regelungen treffen. Richtig. Nach der Wahl. Vollkommen richtig. Bist du eigentlich Freund von Videospielen? Nein. Hast du niemals so gespielt? Ich habe direkt nach der Wende, als wir erstmals einen Computer hatten, im Keller...
Da habe ich Computerspiele gespielt. Da habe ich Larry, war damals irgendwie total angesagt, und diverse Autorennen. Und dann gab es noch Prince of Persia. Ja. Gibt es, glaube ich, heute sogar noch. Noch als alte Version. Na, glaube ich, gibt es auch noch, ja, schon wieder neu. Ja, aber das sind so die Sachen, die ich gespielt habe. Aber da hat seit mein Interesse dann irgendwann nachgedacht. Ich spiele überhaupt keinen. Ich habe natürlich, wie alle, Game Boy und sowas, ja, aber an sich keine. Das ist krass. Es gab jetzt vor kurzem in den Staaten ein Turnier, wo ein 16-jähriger Knabe 3 Millionen Dollar mit Computerspielen gewonnen hat. Nur, dass er da sozusagen 99 andere da abgezockt hat, hat er ein Preisgeld von 3 Millionen US-Dollar, also 2,7 Millionen Euro abgefasst. Das ist so geil, oder? Als Gamer, Zocker, als Berufsbild. Gibt es da mittlerweile in China als richtiges Berufsbild? Da kannst du ja nicht auch als in komischen Zockerkreisen da sich da hinstellen, hochspielen und dann deine Levels dann verkaufen an nicht so weit geschaffen. Ich finde echt ein krasses Berufsbild. Ein 16-Jähriger, der zockt so viel und ist jetzt mittlerweile Millionär. Gibt hier auch Influencer, die auf YouTube Videos stellen, damit richtig Asche machen. Also nicht wir, aber... Nee, wir nicht. Wir machen alles selber. Wir haben alles selber. Ja. Ich hatte mal eine Brieffreundin, ja, die hatte mal und am Ende ihres Briefes geschrieben, darüber habe ich mich tierisch aufgeregt, weil sie immer sehr lange gebraucht hat, bis sie mal geantwortet hat. Und dann schrieb sie drunter: Der Wind streift nach Ost. Ich warte auf Post. Was fällt dir zu diesem Satz ein? Nichts. Das ist ein schöner Post, das ist ja so ein lustiger Reim, oder meinst du jetzt so? Ich weiß nicht. Wo ist meine Postkarte? Achso, hier. Die haben die immer noch nicht, die ist immer noch hier. Da ist sie. Oh nee, hier, komm, gib mal her. Bitte. Ich steck die mal schnell ein. Ich hab's einfach vergessen. Also ich verstehe echt nicht, was daran jetzt so ein Problem ist, mal schnell zum Briefkasten zu gehen, ja? Und alles muss man selber machen. Ich verstehe das nicht, ja? Mann, Mann, Mann. Aber zum Glück haben wir ja eine Post in Oranienburg, zumindest noch. Und da schmeiße ich das Ding jetzt ein. So, bin gleich wieder da. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich irgendwie dann doch mal wieder Post kriege. Ja. Ja, ich habe eine... Danke übrigens. Ja, gern geschehen. Aber dass man alles selber machen muss, ja? Ja, du weißt doch, wenn man es nicht selber macht, ja? Hammer Promi-Geburtstag. Hammer. Bisschen. Viel nicht. Fangen wir am Montag an, habe ich einen. Na? Josh Randor, der Hauptdarsteller von How I Met Your Mother, ist 45 geworden. Die Serie, die nur rauf und runter und nochmal rauf und so. Ne, das machen die mit den anderen Kram da drüben auch. Lisa Rieken. Ach ja, die habe ich extra für dich hier über hier lassen. Ja. Lisa Rieken hat Elisabeth Meinhardt in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gespielt. Und die ist 70 geworden am Montag. Toll. Dienstag. Hilary Swank habe ich da. Auch 45. Ich bin ungefähr 45er. Ich komme heute. 55 geworden ist Jürgen Klinsmann, ja, am den ich Dienstag. Auch. Jürgen Klinsmann. Den Mittwoch habe ich übrigens keinen. Ach echt? Da habe ich 3. Toll, erzähl mal. CC Catch. Ja, habe ich extra nicht genommen. Die Ausschlussware von Dieter Bohlen. Ja, CC Catch, die alten Dieter oder die nicht verwendeten Dieter Bohlen jetzt sehen, genau, durfte. Muss aber leider sagen, wenn die immer in der Disco liefen, war geil. Also muss man leider so sagen, die waren immer geil. Einen Lied kenne ich noch von der, aber kann jetzt aber, wie hieß denn das denn? Also, keine Ahnung, ich weiß weder, wie die heißen, noch wie, aber es war immer geil, wenn diese Songs dann liefen. 55 sind sie geworden. Auch 55 ist Joja Wendt. Ja. Das ist ein Jazzpianist und Komponist. Eigentlich ein relativ bekannter Musiker in Deutschland. Ja, kenne ich.
ist an mir vorbei. Und auch am Mittwoch 75 geworden, Geraldine Chaplin. Ja, die Tochter von Charlie Chaplin. Ja. Dann geht es mit Donnerstag weiter. Dirk Schweini, der ist glatter 35 geworden. Bastian Schweinsteiger. Und ja. 45 geworden ist Eni van de Maiklokjes. Kennt man aus Bravo TV und inzwischen, glaube ich, aus... Viva hat es auch gemacht. Ja, Viva und inzwischen von diversen Heimwerker-Dokus, Hopes im ZDF oder so. Nee, die macht doch eine Backsendung auf. Ja, das auch. Ja. Und ich glaube, im ZDF hatte sie auch eine Garten oder weiß ich nicht, was für eine Sendung. Und so ein großes Backen auf Sat.1. Das große Kacken. Und übrigens heißt sie mit Doreen mit Vornamen eigentlich. Doreen, ja, so sieht so aus. Dann habe ich Freitag kein. Am Sonnabend 50 geworden ist Ingo Oschmann. Bekannt geworden durch Star Search. Ja, und dann hat er durch in einer Provinz hier gespielt, ne? In einer kleinen Provinz. Ja, er hat schon oft in Kreml, der tiefsten Provinz. Tiefste Provinz, da komme ich. Hab ihn auch schon öfter mit ihm und ich bin mit ihm per Du. Also er weiß es sicherlich nicht mehr, aber. Du kannst ihn ja mal zu unserer Sendung einladen. Wenn er mal in der Gegend ist, wieder, ja, wäre mal eine Idee. Fritz Egner ist auch am Freitag, Samstag meine ich, 70 Jahre. Da fällt mir immer Kalkofe ein. Fritz und Co., der griff ins Klo. Der hatte auch mal so eine komische Sendung, wo so komische Würfel waren und in jedem dieser Fächer saßen Promi. Nee, das hat Mike Krüger gemacht. Nein, doch, das war XXO, Fritz und Co. Aber Tic-Tac-Toe ist glaube ich auch bei... Ja, das war was anderes. Nee, das war eine Sendung, auch die hat Mike Krüger gemacht. Da war Jan Vetter da. Aber ich glaube, das war trotzdem was anderes. Keine Ahnung. Ja, und der hatte, wie gesagt, den hat er mal getroffen. Haben wir erwähnt, dass er 70 ist? Ja, haben wir erwähnt, ja. Sehr schön. Ja, Sonntag kann ich gehen. Ich auch nicht. Toll. Ja, erzähl mir mal, was für einen Tipp du mitgebracht hast. Ich habe wieder, ja, also, weil ich... Neuerdings öfter mal. Nee, ich brauche im Moment länger für Bücher, also keine Ahnung, beziehungsweise ich lese gerade nicht so aktuelle Bücher, deswegen habe ich wieder einen Kinofilm. Yesterday heißt der Film. Oh, my trouble seems so far away. Ja, dreht sich auf. I believe in yesterday. Die Beatles gibt es nicht mehr. Ja, hab ich gehört. Ja. Es gibt einen mysteriösen Stromausfall auf der ganzen Welt. Und der hat zur Folge, dass aus Gründen, die in diesem Film nicht näher genannt werden, plötzlich sich niemand mehr erinnert, dass es die Beatles jemals gegeben hat. Also, traurig. Niemand kennt mehr einen Beatles-Song, niemand weiß mehr, wer das war. Aber es gibt Jack Malik. Der ist ein Lagerarbeiter und Lehrer, der allerdings im Moment keinen Lehrerjob hat. Und der, warum auch immer, da ist diese Welle an ihn vorbeigegangen. Und der Einsüßter. Als einziger. Und der spielt, der ist auch Musiker, hat so ein paar Songs, die er mal spielt, die aber keinen interessieren. Und irgendwann spielt er dann seinen Freunden einfach mal einen Beatles-Hit vor. Und die fragen sich, boah, das ist ja ein geiler Song. Und oh, den musst du öfter spielen. Und der so, ja, aber das sind doch die Beatles. Und das kennt er. Und die dann so, Beatles? Nee, so, das sagt uns ja gar nicht. Das ist wirklich ein ganz toller. Also, dass sie den so komponieren, ist echt super. Also, keiner weiß, dass das ein Beatles-Hit ist und er überlegt sich dann, Mensch, dann kann ich ja damit mal ein bisschen Asche machen. Und am Anfang haut das alles noch nicht so hin, dann interessiert sich auch dafür nicht so richtig jemand. Dann kommt aber Ed Sheeran, gespielt auch von Ed Sheeran. Und besonders so gut wie bei Game of Thrones. Kommen wir später zu. und der entdeckt ihn quasi. Oh, und lässt ihn als Vorgruppe in seinem Konzert auftreten und das wird das ganz große Ding und sein großer Durchbruch. Aber irgendwann kommt er natürlich an den Punkt, wo er sich überlegen muss, ja, was macht er jetzt damit? Ed Sheeran spielt gut, muss ich ehrlich sagen. Also hat mich mit am meisten überrascht. Der spielt richtig gut, selbstironisch. Er nimmt sich selber ordentlich auf die Schippe. Der Film ist eigentlich auch ganz, ganz gut, sage ich mal. Ich hätte ein paar Beatles-Song mehr erwartet. Also ich hätte eher noch so ein bisschen Musical-mäßiger erwartet. Das ist es aber tatsächlich nicht. Ein sehenswerter englischer Film, Komödie, kann man sich echt mal angucken. Das erinnert mich an den Film, kennst du den, Peggy Sue hat geheiratet aus den 80ern mit Catherine Turner? Nee. Und da geht es nämlich auch, also ging darum, dass der Catherine Turner so ein Jahrfeier ist und deswegen auch den irgendwann ein Koma wie auch in die 50er zurück hat. Und da hat sie die Erinnerung aber von den damaligen Zeit, wo sie eigentlich erwachsen schon ist. Und da erzählt sie ihr immer, Freund, soll ja mal Beatles-Songs vorhin, soll ja mal veröffentlichen. Er ist nämlich auch Berufsmusiker. Mit Nicolas Cage war der Film. War in den 80ern ein großes Ding damals. Cooler Film. Wir dürfen diese Sendung natürlich diese Woche nicht beenden, ohne über Frankfurt am Main gesprochen zu haben.
Das habe ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen versucht hier reinzubringen, aber wir waren einfach, finde ich, ein bisschen zu gut drauf dafür. Ja, aber die Geschichte ist natürlich, dass auf dem Frankfurter Hauptbahnhof ein Mann, soweit ich das in Erinnerung habe, zunächst eine Frau den Bahnsteig runtergeschubst hat, als ein ICE einfuhr und dann noch einen kleinen Jungen. Der Junge hat das Ganze nicht überlebt. Angeblich soll er wohl auch eine zweite Frau noch versucht haben, da reinzuschubsen, was ihm glücklicherweise nicht gelungen ist. Ja, wie später rausgekommen ist, lebt der Mann in der Schweiz, kommt ursprünglich aus Eritrea, gilt in der Schweiz als total integriert, als fast ein Mustervorbild an Integration. Allerdings muss irgendwie schon vorher was passiert sein, weil er irgendwie... Das ist ja schon eine psychologische Behandlung gewesen, oder? Richtig, wurde auch gesucht. Also irgendwie muss da in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren irgendein Bruch gewesen sein. Will ich jetzt nicht spekulieren, aber er hat wohl seine Familie irgendwo eingeschlossen, was dann auch irgendwie alles mehrere Tage, und er wurde gesucht und ja, dann halt diese Tat. Und Deutschland wieder in Aufruhr. Ja. Wie sicher ist Deutschland, wo denn gleich jemand draus gemacht? Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, also ich sag mal, wenn man sich jetzt in bestimmten Kreisen aufhält, dann ist diese Aufruhr natürlich wieder riesig. Aber eigentlich habe ich so ganz grundsätzlich nicht so den, also habe ich schon den Eindruck, dass die meisten Leute das schon anders einschätzen. Ja, so. Das Krasse war natürlich, dass sie gleich denn losgetobt sind auf allen möglichen Bahnsteigen, haben die Leute interviewt, ob sie sich denn auf einem Bahnsteig noch sicher fühlen. Also, wobei ich schon sagen muss, ich fahre fast nie Zug, muss ich sagen. Aber ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich auf dem Bahnsteig zumindest genauer umguckt. Also irgendwie ist es, glaube ich, schon merkwürdig. Ja, das ist schon komisch. Also ich glaube, ein bisschen was bleibt hängen. Ja, natürlich, also auf jeden Fall. Aber krass ist doch zum Beispiel wieder in Tokio, also da fahren ja fast massenweise die Leute Bahn. Und wenn da sowas passieren würde, was dem passiert, also wie die reagieren würden. Ich glaube, in Tokio ist nicht in ganz vielen Ländern, ich glaube, da kommst du gar nicht an den Zug ran, bevor er eingefahren ist. Genau, die haben nämlich so ein Sperrsystem, glaube ich. Und da kannst du erst da antreten, wenn er den wirklich gehalten hat. Ja. Ja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Modell für Deutschland ist. Gut, ja, aber es ist sicherer. Das kriegst du gar nicht. Wenn du auf dem Dorf, auf dem Steg bist, auf dem Bahnsteig bist, dann so ein Idiot kommt, dann hast du dann wirklich die schlechten Karten. Wobei ich manchmal schon, wenn ich beim Fußballwagen Olympiastadion in der S-Bahn saß, dass du immer schon gedacht, wenn die Fans dann losgesprüllt hast, du echt schon gedacht, jetzt fällt der Waggon um. Ja. Und da ist auch kein Ausländer da, der da irgendwelche Taram macht, sondern sind auch nur die Deutschen wieder. Eklig finde ich dann natürlich wieder, dass die AfD dann das wieder Frau Merkel zuschiebt. Also da muss man eigentlich, naja. So, du hast jetzt 1,5 Minuten für deinen Tipp. Seiler und Speer. Cool. Für immer. Ein wahnsinnig cooles Album. Die singen zwar alle wirklich auf österreichischen, im österreichischen Dialekt, aber es ist ein wahnsinnig tolles Album. Also fängt schon mal mit Herr Inspektor, ja. Oder das ist eine so eine coole Reggae-Nummer, wo manchmal würdest du denken, dass der Gentleman singt. Also die haben diesen Englisch und diesen österreichischen Dialekt so abgewandelt, das so cool und so groovy gemacht, das hört sich wahnsinnig toll an. Ein wirklich, 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 das erste, dritte Album der Jungs. Toll gemacht. Und auch ein paar ruhige Sachen dabei, auch ein paar entspannte Sachen, aber viel auch mit Emotionen und auch eigentlich auf das Nötigste beschränkt. Wirklich tolle Band, die diese drumherum haben. Und die beiden, ich wusste ja, dass die Schauspieler und Filmemacher sind. Ich dachte, die werden von sich an schon Musiker, aber sind ja total coole Leute, die sich da der dritte Auge jetzt herangefeiert, und die haben sich jetzt auch gefunden. Erstmal war das ja so eine Spaßprojektgeschichte und dann jetzt ist es wirklich eine ernsthafte Musik zu machen. Und das ist also für den Sommer großartiges Ding. Ja, und Premiere, ich kannte die Band vor ihm, weil die ist schon relativ lange immer mal wieder in meiner Playlist vertreten. Also gerade, also Eus Okay war lange in meiner Playlist, weil es ein großartiger Song ist und ich glaube im Moment Voiced a Mensch bist. Ja, das ist auch schön. Ein sehr, sehr schöner Song. Ja. Und sie hatten letztes Jahr einen ziemlich coolen Weihnachtssong. Aber wie gesagt, also ganz auch dieses Duett mit Wolfgang Ambrus, das ist toll und sehr emotional und viel mehr von den Sachen. Was war das hier? Keine Ahnung schon. Tschüss. Tschüss.